Seien Sie jetzt mit dabei. Tobis Städtetrip. Darmstadt, hautnah. Hallo. Entdecken Sie außergewöhnliche Tiere aus nächster Nähe? Hier eins am anderen. Das ist mal groß. Was ist das, ein Mammut? Es ist das hipste Fossil überhaupt. Wir Griechen. Geheime Orte, die längst in Vergessenheit geraten sind. Ich stehe in der 70er-Jahre Untergrunddisco unter Darmstadt. Und der einzige Zugang ist ein Loch. Das muss ich mal kurz sacken lassen. Okay. Und für Genießer richtig gutes Essen. Ist es eine Portion? Für wie viele Menschen ist sie konzipiert? Für einen sehr hungrigen. Das alles und noch viel mehr jetzt in Tobis Städtetrip. Darmstadt hautnah. Darmstadt ist eine große Stadt. Und natürlich gibt es hier jede Menge Wahrzeichen, die man sich angucken muss. Werden wir machen. Aber wir haben so viele Geheimtipps bekommen von Ecken, die man erstmal finden muss. Das hier ist zum Beispiel eine, das Café oben drüber mit einem traumhaften Ausblick über die Stadt. Und wir gehen jetzt runter und decken Darmstadt zusammen. Darmstadt ist die viertgrößte Stadt Hessens. Rund 160.000 Menschen leben hier. Tierpflegerin Verena Seibold hat mich eingeladen ins Vivarium. Zebra! Das ist richtig. Das Vivarium ist ein kleiner, aber sehr süßer Zoo. Und hier kann man einzigartigen Tieren extrem nahe kommen. Hier? Oh, okay. Reinspaziert. Grüß dich. Grüß dich, Verena. Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Da geht's rein? Da geht's rein. Können wir reingehen. Momentan ist kein Affe draußen. Das darfst du einmal auf den Teller schön verteilen. Ganz? Einmal ganz drauf. Guck mal, Gemüseplatte. Also wir haben uns, wir haben leckeres Futter, nur was fehlt, sind Affen. Das sind die Affen, genau. Und die darfst du jetzt einmal rauslassen. Kollegen, Frühstück. So, und dann einmal ein Stück zurückgehen, dass sie sich auch raustrauen. Die sind gerade ein bisschen verwirrt, was hier los ist. Ganz viele neue Menschen. Und jetzt, oh, guck dir das an. Da warten sie schon. Die erste traut sich, das war die Alkas. Aber jetzt ist der erste schon am Futter. Es geht los. Wenn einmal der Damm gebrochen ist, gell? Genau. Und er hat ja ein Baby auf dem Rücken. Ja. Och, guck dir das an. Anfang Juni ist er auf die Welt gekommen. Also ein noch gar nicht so alt. Und Baby. Das hier hinten dran ist Ende Juni auf die Welt gekommen. Und da ist noch eins. Ist ein bisschen kleiner. Die sind sehr sozial, genau. Die leben in großen Gruppen, bis zu 100 Tieren. Und die kommen auf Bolivien vor, also in Südamerika, im Regenwald. Auseinanderhalten kannst du die aber nicht, oder? Zum Teil schon, doch. Ja? Also hier vorne sieht man gerade die Alkas, das ist eins unserer ältesten, also die zweitälteste. Die älteren Tiere sind sehr markant vom Aussehen her. Wie alt, du hast gesagt, die ist mit die älteste, wie alt werden die? Also wir hatten eine, die ist 30 geworden, das war aber schon Steinzeit. Ja. Also es war wirklich, wirklich Steinzeit. Verena, wie bist du denn Totenkopf-Affenfüttererin geworden? Der Kindheitstraum war Tierärztin. Ja, davon bin ich dann irgendwann ganz schnell abgekommen. Ich hatte dann keine Lust mehr großartig auf Studieren und wollte mehr was Praktisches machen, direkt nach der Schule. Und habe dann gesagt, okay, eine Ausbildung im Zoo ist natürlich genau das, wo ich Lust drauf hatte. Die Abwechslung zwischen dem Kontakt mit den Tieren, danach zu gucken, dass es denen gut geht, dass man schaut, haben sie alles, was sie brauchen, kann man denen den Alltag verschönern oder auch mal Gehegegestaltung, dass man da was bauen oder einrichten muss. Das war genau das, wo ich dann Lust drauf hatte. Und ja. Also langweilig wird das nicht, oder? Langweilig wird das auf gar keinen Fall. Es ist jeden Tag was Neues, man kommt her und weiß nie, was einen erwartet. Es kann immer irgendwo eine Geburt sein, was ja was Tolles ist, oder ist irgendjemand gestorben. Oder es ist jemand krank, es ist irgendwo ein E-Zaun kaputt oder was anderes kaputt, was man reparieren muss. Also es ist jeden Tag was Neues. Du, Verena, ich habe noch eine Verabredung mit dem Kilian Braun. Wo finde ich denn den hier? Ja, das habe ich gehört. Da gehst du einfach Richtung den Berg hier runter. Ja? Und der wartet einmal bei den Flamingos auf dich. Alles klar. Du, dann ja. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Ich hoffe, es das hat dir gefallen. War ganz toll. Ja, schön. Kollegen, macht's gut. Guten Abo noch. Der Kilian, der uns eingeladen hat, hat gesagt, wir können was ganz Tolles machen, nämlich Schildkröten füttern. Kilian? Ja. Hi, hallo? Tobi. Hi. Ich melde mich zur Schildkrötenfütterung. Jawohl, dann wollen wir mal anfangen. Ja. So, hier wird's gleich warm. Oh ja, das hat was Tropisches. Ach du großer Gott.
Genau. Oh Gott, jetzt die können ziemlich groß werden. Gott, habe ich mich erschreckt. Ich dachte, wir sehen so Schildkrötchen. Das ist ja krass. Und da ist ja noch eine. Ach du großer Gott. Das ist auch unser größter. Das ist der Adam. Boah. Was sind das für Schildkröten? Das sind Seychellen-Riesenschildkröten. Wer ist das? Der hier vorne, der gerade läuft, das ist der Mike. Daneben ist die Nina, die ihm gerade ausweicht. Und der Mike weiß, es gibt was jetzt? Der weiß das. Wie schwer ist der Mike ungefähr? Der Mike ungefähr 170 Kilo. Okay, das ist viel Kilo für so einen Mike, ne? Genau, kannst deswegen mal in der muss auch viel machen, rein. Mike. Ach, guck mal, wie süß. Da wird man ja ein bisschen demütig, oder? Wie alt werden so Schildkröten? Oh, jemine. Also 150 Jahre können die auf jeden Fall werden. 150? 150 ist kein Problem für die Tiere, wenn man sie denn so alt werden lässt, ne? Weil eben früher die Seefahrer diese Tiere mit an Bord genommen haben als lebenden Fleischvorrat. Oh. Und deswegen sind sie sehr stark bedroht, weil es nicht mehr viele von denen gibt. Kilian, darf ich mal was Indiskretes fragen? Ja. Die bewegen sich ja jetzt nicht so schnell, ne? Genau. Wenn die sich paaren, ist es auch eher eine Geschichte, die dann dauert? Also das ist so, da lässt man sich Zeit als Riesenschildkröte, oder? Es dauert schon eine Zeit lang, aber es geht manchmal schneller vorbei, als man denkt. Ja? Ja. Man hört sie auch durch den ganzen Zoo. Komm, wir füllen ja noch ein Salatblättchen, oder? Mike, wie sieht's aus? Ich kenne nur eine Person, die noch schneller gesund ist. Das ist meine Kollegin Tanja aus der Morningshow. Guck, Tanja, Superfood. Du brauchst ein Lätzchen, Mike. Kilian, vielen, vielen Dank. Das ist eines der beeindruckendsten Dinge, die ich in meinem Leben machen durfte. Sehr gerne. Übrigens, man kann sogar für 25 Euro im Jahr Vivarium-Mitglied werden und dann so oft rein, wie man will. Für uns geht es weiter über den Luisenplatz, mittendrauf das fast 40 Meter hohe Ludwigsmonument, eines der Wahrzeichen von Darmstadt. Ich bin aber auf der Suche nach einem Ort, den fast keiner mehr kennt. Es soll unter Darmstadt was ganz Irres geben, nämlich ein System aus Katakomben, aus Gängen und Kellern. Es war nicht so einfach rauszukriegen, aber wir haben die Jungs gefunden, die den Schlüssel zur Unterwelt haben. Das sind sie, Matze und Nils. Hallo. Ja. Wer ist wer? Ich bin der Matze. Matze, servus. Hallo. Ich bin der Nils. Hallo. Hallo, Nils. Jo, wir gehen jetzt mal in die Unterwelt. Wir gehen in die Unterwelt. Ich bin ein bisschen aufgeregt vor diesem Abstieg. Wir gehen da. Vorsicht, Kopf. Helme gibt's unten. Helme gibt's unten. Alles klar. Links. Ach komm, das ist ja wie ein Bergwerk hier. Das ist wie ein Bergwerk. Das sind alles Brauereikeller mal gewesen. So, du brauchst einen Helm. Was für der dicke Kopf? Was für der dicke Kopf? Den kannst du auch noch verstellen. Ach, passt. Guck mal da. Dann gehen wir mal in den Luftschutzkeller. Willst du vorgehen? Nee, ich gehe Geh ich mal vor. Ganz sicher. Das ist ja noch der gut ausgebaute Teil, der wurde Ende der 30er gebaut. Ja. Hier haben wir eine Gasschleuse. Das war früher gemacht, wenn es draußen brannte. Darmstadt ist ja in der Brandnacht völlig zerstört worden. Ja. Hier unten haben alle überlebt. Die Keller sind nie eingestürzt. Und wie du siehst, haben wir hier... Hier waren früher Bänke. Links und rechts haben wir hier Bänke. Und da saßen die, wenn draußen eine Bombe war? Draußen sind die Bomben gefallen und hier saßen die Leute. Kann man sich vorstellen. Beklemmend, oder? Ja. Und hier sind alte Toiletten. Hier standen dann solche Latrineneimer, sag ich mal. Ne? Also es war sehr ursprünglich. Ja, und hier konnte man, das ist noch ein alter Kasten, da steht noch drauf Luftschutz Darmstadt, ein Papierkasten. Matthias, wie kommt ihr hier runter? Ja, wir sind die IG Untergrund. Okay. Und ich mache das mit dem Nils jetzt schon ein paar Jahre. Und seitdem erforschen wir und ja, katalogisieren das auch zum Teil. Und suchen halt nach alten Sachen, die laut Plänen eigentlich alle verschüttet sind. Wir gehen jetzt in den Brauerkanal, das ist der älteste Teil. 1670. 1670, der Nils weiß die Zahl. Das ist aber eng. Ja, das ist eng. Kopf reinziehen. Auf. Nils schleicht mal nach vorne. Geht mal vor. Guck mal, Einstiegsvorbild. Verstehe. Ja. Und dann nach rechts abbiegen hier. So. Willst du vor mich oder hinter mir? Also wenn ich es richtig verstanden habe, man geht rückwärts, packt rückwärts ein und rangiert dann kurz, richtig? Richtig, mit dem Bobbes rein, schlufen. Stufe, zack. So, ich komme vorwärts. Nein, nicht kennen. Ich bin nämlich der Kleine. So, das war mal eine Wasserleitung, die führte zum Schloss runter. Wir hatten hier ein Wasserschloss, das ist jetzt trocken. Wie tief sind wir denn hier?
Rund 9 Meter. 9 Meter, okay. Ja. Und das hat den Anschein, als wenn das ja nicht nur ein Gängelchen wäre? Nein, das sind 11 Brauereikeller, also 11 Brauereisysteme in der Länge von etwa 2,6 Kilometer. Ach du Gott. Und das ist der bequemste Teil. Der bequemste? Ja. Och, dann reicht mir fast, wenn wir im bequemen Teil unterwegs sind, Nils. So, hier sind wir jetzt an der Kreuzung. Ja? Und hier gehen wir rechts weiter. Die Kreuzung. Ihr wisst, geht's in alle 4 Richtungen zu irgendwelchen Kellern. Ihr wisst aber, wo wir sind und wie wir zurückkommen. Ja. Wie das mal so Hänsel und Gretel-mäßig da. Ah ja. Naja. Wir kriechen. Ja. Wir kriechen wie die Griechen. Ja. Oh. Pass auf den Kopf auf hier oben. Hier. Aha, so. Okay. Soll ich halten oder geht's? Gut schon. Gut. Kopf runter da oben ein bisschen. Guck mal ein, Lukas. Da bist du. Okay. Vorsicht bei der Berufswahl. Danke. Ja, genau. So, ja, warte, ich helf dir. So, kommt. Ah, warte. Hab sie. Haben wir. Vorsicht mit dem Kopf. Meine Damen und Herren, das ist Simone. Tada. Tada. Ja. Das ist richtig sportlich hier. Schön, dass du da bist. Willkommen. Ja. So. Jetzt zeigen wir dir noch mal ein Highlight. Wir haben hier nämlich eine verlassene Diskothek. Das war der internationale Studentenkeller. Hier unten. Ja, von 68 bis 73 in Betrieb. 68 bis 73. 73. Das waren dann auch wilde Partyzeiten, oder? Alter, das glaubst du. Oh. Schöne, gute alte Röderherd. Hier ist also alles noch so, wie sie es zugemacht haben. Das Ding wurde wegen Brandschutz geschlossen. Das musste wohl sehr schnell gehen. Und die haben hier mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen. Kommst du mal mit? Das war hier so die Bar. Hier gab es Getränke. Guck mal, das ist der Tresen noch, gell? Ja, das ist der Tresen noch. Da stehen so noch die Flaschen. Wir machen hier gar nichts. Und lassen das wirklich alles so in dem Zustand, wie es ist. Ja, hier gibt's wir stehen in der 70er Jahre Untergrunddisco unter Darmstadt. Richtig. Und der einzige Zugang ist ein Loch. Das muss ich mal kurz sacken lassen. Okay. Und niemand weiß es. Und niemand weiß es. Gott sei Dank. Und sagt mal, kann man mit euch Führung machen hier unten auch? Kann man also machen. Jetzt dürfen wir ja hier runter. Man kann Führung buchen. Über das Stadtmarketing, ja. Kein Problem. Wir müssen ein bisschen beweglich sein, aber es ist großartig. Ja. Hier, das war sozusagen der Vorraum. Und hier vorne ist der Tanzsaal, in der Mitte saß der DJ. Das war der DJ hier mit drüben. Mit schönen Vinylplatten. Und da oben hat er gesessen und hat die heißen Scheiben aufgenommen. Genau. DJ will save my life tonight. Da, guck, ja. Der Verstärker ist noch da. Verstärker ja, da müssen wir ein bisschen polieren, um noch Musik drin zu machen. Und, ganz toll, wir könnten eigentlich wieder aufmachen. Die Kasse ist auch noch da, guck hier. Leider leer. Aber geplündert. Aber geplündert. Ja. Hier, das ist wirklich spektakulär. Das ist doch krass, ne? Ja. Hier, ihr zwei, vielen, vielen Dank, dass ihr mich hier mit runtergenommen habt. Das also, egal was man doch entdeckt, aber das hier, das ist spektakulär. Vielen, vielen Dank. Keine Ursache, jederzeit wieder. Kommt runter, guckt's euch an. Raus aus der Darmstädter Unterwelt und hoch auf den wohl schönsten und höchsten Aussichtspunkt. Mitten in der Stadt, direkt neben dem Badesee Wog, die Mathildenhöhe. Wir haben eine besondere Einladung an einen besonderen Ort bekommen. Es ist eines der Wahrzeichen von Darmstadt. Es ist der Hochzeitsturm. Hier in sehr schön und klein. Und hier in sehr groß, sehr schön und in echt. Und als klar war, dass wir nach Darmstadt kommen, hat eine besondere Dame gesagt, ich will dir meine Mathildenhöhe zeigen. Aurora de Mehl. Hallo. Hallo, ich bin die Aurora. Das freut mich sehr, ich bin der Tobi. Hi. Hallo Tobi. Vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlich willkommen hier bei uns in Darmstadt. Hier sind wir auf deiner Mathildenhöhe. Ja, meine nicht, es ist unsere Mathildenhöhe. Aber die wohnt schon in deinem Herzen, ja, oder? Ja, natürlich, ich bin Darmstädter Gewächs und dann, das ist unser Gutstub. Ja, okay. Also das zeigt man den Leuten, wenn sie nach Darmstadt kommen, ist die Mathildenhöhe halt was ganz Besonderes. Und ja, freue ich mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Ja? Was natürlich wirklich eindrucksvoll ist,
ist dieser Turm, gell? Ja, ja, der Fünffingerturm, gebaut worden für unseren Großherzog und seine zweite Gemahlin. Die hatte eine wunderbare Hochzeit und die Stadt Darmstadt hat dann dem großherzoglichen Paar diesen Turm geschenkt. Und den haben wir jetzt hier als Stadtwahrzeichen und ist unser Standesamt auch. Ne? Ach, da, also, da wird auch wirklich deshalb Hochzeitsturm, ja, auch, weil noch geheiratet, genau, wird. Genau, also da ist oben das Trauzimmer und dann kannst du hier feiern, dir gratulieren lassen und das ist eine tolle Sache. Also wer es noch nicht gemacht hat, also mal, und oh, Entschuldigung, das, da ist aber Pracht zu Hause hier. Aber das, ja, das ist unsere russische Kapelle. Die letzte russische Zarin war die Schwester von unserem letzten Großherzog, vom Ernst Ludwig von Hessen, Darmstadt und Bayrein. Anna Fjodorowna, Romanova, ja, und die waren hier oft zu Besuch. Und da waren sie im Süden von Darmstadt, gibt Schloss Heiligenberg. Und da waren sie ein bisschen abseits vom Protokoll. Da konnte der Zar auch mal nackig in den Pool springen. Ja. Und die Girls konnten ein bisschen Shopping machen in Darmstadt und in Frankfurt. Und da waren die hier oft zu Gang. Und damit die dann halt auch beten konnten, die waren sehr gläubig, hat Zar Nikolaus dann tatsächlich diese Kapelle errichten lassen. Die Kuppeln sind vergoldet und natürlich haben wir jetzt halt, ich habe meinen Teller leer gegessen, wir haben das schönste Wetter, da glänzt schon, es natürlich. Das ist, wenn das so knallt, ist schon toll, oder? Das hat schon was, gell? Hier haben wir auch noch ein Goldstück, weil es war ja, ich würde sagen, unser letzter Großherzog, der war sehr künstlerisch, also so ein Freigeist. Und da hat er praktisch wie so heute die Documenta in Kassel, ja, hat er immer so Ausstellungen gemacht, wo dann hier Jugendstil war. Ja, und dann hat man hier 1914 hat man hier den sogenannten Schwanentempel gemacht. Und er hat die Besonderheit, wenn du in der Mitte stehst, hast du auf einmal einen Ton. Ja, oh, 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 ja, da, ja, da hast du hier so eine Flüstergalerie, also wie im, praktisch wie St. Paul's Cathedral. Ja. Ne, das ist ja praktisch, wenn das ist ja wirklich lustig, das halt plötzlich. Ja, und du gehst einen Schritt raus und dann ist es ganz, und dann ist es wieder ganz flach. Stehst du manchmal hier und singst? Meine Stadtführung mache ich gerne hier, ja, in der Mitte. Ja, da muss ich nicht so kreischen. Hallo! Guck mal, ja, da, der, ja, Schwanentempel. Schwanentempel. Heißt so, weil die Wasserspeier hier, da müsst ihr mal hier gucken, die Wasserspeier. Du hast die Wasserspeier? Das sind Schwäne. Also man sieht so im Jugendstil, hat man das alles viel schöner dargestellt, als es ist. Sieht mir so ein bisschen aus wie die Auslage vom Feinkosthändler, aber es ist der Schwanentempel. Ach, wie schön. Okay. Aurora, dann vielen Dank für, ja, für die Zeit. Ja? Und ich wünsche dir ja, tolle Führung. Ja. Viel Spaß hier. Ja. Danke dir. Ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Von der Mathildenhöhe geht es für uns weiter in den Norden von Darmstadt. Denn hier soll es sein. Ein ganz besonderes Highlight. Wir haben eine Verabredung auf einer der beeindruckendsten Baustellen, die es im Moment in Hessen gibt. Kann sich übrigens jeder angucken, es gibt Führungen. Und wir haben eine Verabredung mit Carola Pomplun und die hat gesagt, sie zeigt uns das mal. Das müssen wir ein bisschen klettern. Da oben ist sie. Hallo! Hallo! Das ist groß. Hallo! Hallo, Tobi. Carola, hi! Hallo, freut mich. Mein lieber Scholli, das hier ist ja eine Monsterbaustelle. Was wird das? Wird das rund? Warum ist da so eine Mauer? Genau, das wird ein ringförmiger Teilchenbeschleuniger. Der ist 1100 Meter im Umfang und liegt in ca. 15 Metern unter der Erde. Das heißt, wir haben es hier mit Physik zu tun? Genau, Grundlagenforschung in der Physik, kleinste Teilchen, Aufbau der Materie, was passiert im Weltall. Wir holen uns hier das Universum ins Labor. Und da kommen dann die Forscher aus der ganzen Welt hierher und führen hier an der Anlage die Experimente durch. Guck mal da, mitten in Hessen, in Darmstadt. Irre. Carola, was machst du hier? Was ist dein Job? Also ich bin Physikerin und mein Job ist es, den Leuten, die hier zu Besuch kommen, zu erklären, was wir hier tun. Und, so, Carola, was ich einigermaßen glaube, verstanden zu haben, ist, dass, wenn es fertig ist, in diesem Ring, der dann da unter der Erde kuschelt, Teilchen beschleunigt werden. Richtig. Wie kommen die Teilchen in diesen Ring unter den Wald? Wir haben ja hier schon eine bestehende Beschleunigeranlage, ja, die Anlage vom GSI Helmholtz-Zentrum für Schwerionenforschung. Die wird angekoppelt an diese neue Anlage, an FAIR, und die wird als Vorbeschleuniger benutzt. Kann man sich die alte, die schon bestehende, kann man da rein? Ja klar, willst du dir mal einen Beschleuniger angucken? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Das wird vielleicht auch Ihr erster Beschleuniger im Leben. Carola, bin ich mit dir gemeinsam befugt? Natürlich. Ich habe die Schlüsselgewalt und du darfst mit mir jetzt in unseren Linearbeschleuniger kommen. Ach du liebes Lieschen. Okay. Der ist insgesamt 120 Meter lang und ist die erste
bestehende Beschleunigungsstufe. Hier können unsere kleinsten Teilchen, die wir beschleunigen, die Ionen, auf bis zu 20% der Lichtgeschwindigkeit gebracht werden. Moment, langsam. Also es gibt dieses Ding, das ist eine Art Abschussrampe, könnte man fast sagen, oder? Genau, es ist okay. Eine Abschussrampe für Teilchen. Dann werden die beschleunigt, dann kommen die in einen Ring, irgendwann mal in einen sehr, sehr großen. Genau. Werden noch schneller. Und was passiert dann? Naja, dann bringen wir sie zum Aufprall mit Materialproben. Oder was wir auch tun können, wir können die auf menschliche Zellen schießen oder sogar in den Menschen schießen. Wir haben hier nämlich eine Methode entwickelt, wie man mit dieser Strahlung Krebstumore therapieren kann. Willst du dir das mal angucken? Ja, auf jeden Fall, na klar. Okay, was ist das? Das ist unser Behandlungsplatz für die Tumortherapie mit Kohlenstoffionen. Die ja? haben wir hier entwickelt. Und wie funktioniert die? Also wir haben ja diese große Beschleunigeranlage, 120 Meter Linearbeschleuniger, dann noch Ringbeschleuniger. Wir können unsere Ionen hier also auf ganz hohe Geschwindigkeiten bringen mit dem bestehenden Beschleuniger. Die kommen dann hier an, treten aus diesem Austrittsfensterchen raus und können in den Patienten hineingeschossen werden, zum Beispiel in den Kopf. Moment noch mal. Ihr beschleunigt die Ionen, was wir gesehen haben, über die 120 Meter, spät durch den Ring und ballert sie dann ins Hirn. Genau. Das klingt aber erstmal abenteuerlich. Da drin im Kopf zerstören die tatsächlich den Tumor. Das habt ihr auch schon gemacht? Das haben wir schon gemacht. Und zwar haben wir hier 450 Patienten schon behandelt an der Anlage. Und mit sehr großen Erfolgen. Wir haben 3 Tumorarten hier behandelt, die Studien zu der Behandlungsmethode abgeschlossen. Und haben Erfolgsquoten zwischen 75% und 95%. Guck mal da. Carola, vielen Dank, dass wir hier. Ja, danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Dann wünschen wir euch schnellen, guten Bauerfolg. Danke. Ja, vielen Dank. Mach's gut. Tschüss. Eine Führung, wie wir sie gemacht haben, kann tatsächlich jeder machen. Sogar kostenlos. Man muss sich nur vorher anmelden. Auch kostenlos, zumindest für Kinder und Jugendliche, ist ein ganz anderer, sehr besonderer Ort. Das Hessische Landesmuseum. Irgendwo links rein in die Schatzkammer. Sesam, öffne dich, funktioniert schon mal. Erwachsene zahlen hier übrigens 6 Euro Eintritt, aber das soll sich richtig lohnen. Wo es glänzt, sind wir richtig. Herr Förster? Tobi? Servus, hallo. Hey. Thomas, hallo, grüß dich. Servus, darf ich du sagen? Ja, gerne. Thomas, ich bin vom Glanz ein bisschen geblendet. Ja. Schön, aber der Glanz hat dich angezogen, hierher zu kommen. Ja. Was ist das? Wir nennen das Turmreliquiar, das Darmstädter Turmreliquiar. Und das ist auch ein ganz kostbares Stück. Wir wissen auch, dass es tatsächlich ein Gefäß war, in dem man Reliquien aufbewahrt hat. Und Reliquien, die da drin waren, die stammen vom Grab Christi, heißt es. Und vom Kreuz Christi und vom Gewand Mariens. Und von den 11.000 Jungfrauen. Das heißt, es ist also eine Art Glaubensjackpot, kann man sagen, oder? Ja, ist nicht so schlecht, ja. Also in konzentrierter Form eigentlich quasi beam ich mich, wenn ich mich dem Objekt nähere, irgendwie auch Gott in die Nähe. Ne? Ja, du bist da schon zu Hause, oder? Ja, ich bin da zu Hause. Das ist mein Metier, genau. Ja. Ja, ja. Ich kann dir noch was anderes zeigen. Wir sind jetzt hier in der kirchlichen Schatzkammer, ne? Und wir haben auch noch nebenan, das sieht man da schon mit diesen Pokalen, eine weltliche Schatzkammer. Das heißt, das ist der Bereich, ja, der Landgrafen hier in Darmstadt. Und das ist im Prinzip das, was die dann dort in so einer Art Kunst- und Wunderkammer gesammelt haben, auch über die Jahrhunderte hinweg. Und ich möchte dir hier diese Trinkspiele zeigen. Die waren richtig in Funktion. Dort konnte man seinen Schlüssel reinstecken, dann hat man das aufgezogen. Da war also ein Motor drin und im Prinzip war das ein Gefährt. Und dann fuhr das über die Tafel. Und der Clou war, wenn das dann wohl stehen blieb, weil der Motor ausging, dann musste die Person, bei der es eben stehen blieb, diesen Kopf vom Pferd abnehmen und dann war das Gefäß gefüllt mit Wein. Und dann hat man das austrinken dürfen. Und das ging natürlich dann so ein paar Stunden. Das wäre natürlich auch eine Idee für einen heimischen Stammtisch. Ne? Man bräuchte bald irgendjemand, der sowas noch herstellen kann. Super, ja. Und den Fach, das stimmt. Ja, da muss ja auch nicht unbedingt nur ein Wein eingefüllt werden. Man kann ja auch was anderes nehmen. Ne? Dann geht doch Schnaps, ist klar. Ja. Thomas, vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Tobi. Schön, dass du da warst. Ja, ich hoffe, du hast hier gestaunt im Haus. Hab ich, ja. Aber es gibt noch ein Highlight, was du dir anschauen kannst. Ich würde mal vorschlagen, geh immer den Knochen nach. Und dann wird mein Kollege, der Oliver Sandrock,
dir noch was aus der Naturkunde zeigen. Ein echtes Highlight. Machen wir. Ja. Thomas, vielen, vielen Dank. Ja, Lukas, wir gehen Knochen suchen. Guck mal da. Das ist groß. Das hat er bestimmt gemeint, oder? Ja, hallo. Herr Sandrock? Hallo. Herr Sandrock? Hallo. Tobi Kämmerer, guten Tag. Oliver. Hallo Oliver, darf ich du sagen? Ja, natürlich. Ich wurde in deine Hände geschickt und es geht wahrscheinlich darum. Ja, es geht um dieses wunderschöne Skelett. Das ist mal groß. Das ist mal groß. Was ist es, ein Mammut? Es heißt lateinisch Mammut Americanum, ist aber nicht das Mammut, was du meinst. Du meinst das Wollmammut, den Mammut aus der Eiszeit, aus Ice Age. Ja. Den Manny, das ist es nicht. Das ist ein amerikanischer Elefant, der heißt lateinisch Mammut Americanum. Und das super Interessante an diesem Skelett ist, dass es das zweite weltweit aufgerichtet montierte Skelett überhaupt war. Was keiner verstanden hat, du guckst genau richtig, du guckst ins Maul. Diese Zähne kannte man nicht. Man kannte Zähne von dem Manny, dem Wollmammut, ja. Und man weiß, dass das Gras gefressen hat. Wenn du dir die Zähne anguckst, war das für die Amis damals das Riesenfragezeichen. Was haben die gegessen? Und dann waren sich sogar die Europäer unsicher, auch die Franzosen, die haben gesagt, das ist ein Carnivore, das ist ein Fleischfresser. Und jetzt kommt es ganz witzig, den Großteil, dieses Skelett wurde, als das aufgerichtet, montiert wurde, damals in Philadelphia, hat man um das böser zu machen, weil man dachte, es ist ein Fleischfresser mit den Zähnen, hat man die Stoßzähne falsch rum arrangiert. Also nach unten, damit es fieser aussieht. Damit es dann Tiere reißen kann. Genau. Im Prinzip, ja. Das war so eine Fantasie von, es ist eine Art Tyrannosaurus Rex. Genau. Ja. Und jetzt kommt es, auch ein guter Punkt, Tobi. Die Dinosaurier waren zu der Zeit, als das entdeckt wurde, noch total unbekannt. Die wurden erst viel später entdeckt. Deswegen war das für die Amis jahrzehntelang das hipste Fossil überhaupt. Also Oliver, wir halten mal fest, es war deutlich friedlicher, als man glaubte. Ja. Und es war ein Vegetarier. Jawohl. Und hatte keine Wolle. Nein. Oliver, vielen, vielen Dank. Gerne. Dass du uns mitgenommen hast hier in diese Sensation. Mach's gut, danke dir. Viel Spaß. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie scheint es sich rumgesprochen zu haben, dass man mich mit leckeren Dingen kriegt. Und jetzt haben wir einen Tipp gekriegt. Hier in der Bahnhofsnähe von Darmstadt gibt's was. Da steht quasi Genuss. Oben drüber das Vino Central, das müsste sein. Angeblich die Heimat von vielem Leckeren. Die gute Nachricht, es gibt was zu trinken. Mein lieber Scholli. Ich war selten schon von der Weinkarte überfordert. Das sieht schon mal gut aus, oder? Guten Tag. Das ist ja eine Überraschung. Tobi, hi. Servus, hallo. Michi. Hi. Michael. Genau, Michi. Grüß dich, Michi. Grüß dich. Ihr seid mir empfohlen worden. Ich habe nur erfahren, Genuss wäre hier daheim. Willst du mal was probieren? Ja, immer. Ja? Na klar. Also wir haben 850 Schweine im Programm. Mhm. Man kann auch bei uns online ordern, aber hier kann man nur probieren. Also ja. Da muss man natürlich zu uns kommen. Ja. Ich würde dir mal einen Orangewein einschenken. Einen Orangewein? Orangewein, ja. Das heißt, er hat auch eine andere Farbe? Hat eine andere Farbe und okay. Hat auch einen anderen Geschmack. Ja. Das ist hier Karl May. Ah, okay. Ein Westernwein. Westernwein, also der Vater ist wirklich Karl May. Ach so. Kommt aus Osthofen, ist ein Bio-Weingut. Probier's mal. Die Nase hat schon mal was zu tun. Das ist aber interessant. So ein bisschen nach Grapefruit hinten fast, genau, oder? Ja, vielleicht. Wenn du das, also man schmeckt immer das, was man selber schmeckt. Schmeck ich. Ne? Also ist drin. Ganz interessantes Ding. Wie bist du dazu gekommen? Hast du schon Wein getrunken gern? Hast du gesagt, stellst du mir einfach mal irgendwo hin? Oder? Also das war, eigentlich wollten wir hier einen Kaffee machen. Ja. Und dann ging das aber wettbewerbsrechtlich nicht, weil in dem gleichen Gebäude war noch ein Wirt schon da. Das ist der Alex übrigens, das ist mein... Wir machen alles so zusammen in Darmstadt. Guten Tag. Hallo, Tobi, hi. Alex. Und wir haben das so zusammen angefangen und haben dann gesagt, wir machen Lebensmittelladen, eigentlich italienisch. Und dann irgendwann ist es das so, dass wir gesagt haben, Italien alleine ist zu wenig. Und dann wird es Europa so ein bisschen. Klar? Ach, toll. Ihr habt nicht nur Wein, ihr habt auch was zu essen. Genau. Essen ist eher sein Ding hier.
Ja. Alexander? Sowohl das Essen. Früher war er auch da als ich. Vielleicht zeigt er euch mal die These, ja, oder? Ja, na klar. Ah, ein Paradies. Ja, siehst du mal, hier sind die ganzen unterschiedlichen Vorspeisen, wie man sie so kennt. Und es ist auch. Die Speisen zum Wein, oder? Die Speisen zum Wein. Und, ja. Wurst, Fleisch, Käse. Genau. Ja, guck mal, hier vorne zum Beispiel ist der Lado vom Cinta-Senese-Schwein. Bio natürlich, der hier ganz vorne. Das ist praktisch fast reines Fett von diesen toskanischen Schweinen. Die laufen frei rum, drei Jahre mindestens. Und das Fett von den Schweinen hat einen viel besseren Cholesterinwert. Also das kann man mit gutem Gewissen essen. Das wäre doch ein guter Probierer, oder? Ja, aber sehr gerne. Wie macht man das mit dem Ding? Nimmt man das in die Hand, oder? Du darfst das natürlich in die Hand nehmen. Ich mache das auch mit in die Hand. Und das ist gesund, sagst du? Das ist gesund. Also lebst da garantiert länger, wenn du das isst. So, und jetzt achte mal auf das Fett. Das zerschmilzt wirklich. Uah. Und mir schmeckt Salz, Kräuter. Krass. Lukas, probier. Und? Oh, ich liebe es. Gut, gell? Michi, wir sind gerade voll eingestiegen ins kulinarische. Oh, hier, Lado. Komm, jetzt machst du noch mal ein Glas, Michi. Hier, du darfst auch noch mal ein Stückchen. Na gut. Ich dachte es nicht, dass scheinbar reines Fett so schmecken kann. Ja, ist gut. Und gesund, ne? Wir essen es mit Finger hier. Ja, klar, machen wir. Die wahren Genießer essen mit dem Finger. Auf den Genuss. Prost. Er schmilzt im Mund, das ist nicht so Gummi. Ja, besonders wenn man nichts gefrühstückt hat, ist das super. Guter Einstieg in den Tag, ne? Ja. Ganz viele Leute haben mir geschrieben, Tobi, wenn du in Darmstadt bist, musst du unbedingt ins Café Chaos. Da gibt's rund um die Uhr Essen. Überraschenderweise ist das aber gar nicht der Grund, warum ich da hin soll. Wir sind verabredet mit dem Chef, mit dem Gerd Peter. Und der hat gesagt, wir treffen uns am alten Opel. So, jetzt müssen wir noch einen alten Opel finden. Guck mal, da hinten ist was. Sieht auf jeden Fall alt aus, das Auto. Wenn es ein Opel ist, immer richtig. Ist das ein Opel? Ein Opel. Da bist du der Gerd? Ich bin der Gerd. Tobi, hallo, servus. Hallo, Tobi. Hallo, freut mich. Guck mal, das ist ja ein Schatz hier, du. Ja, das ist deiner? Schätzchen, gell? Ja, ja, ja. Ach, oh, mit Holzboden. Hast du den so gekauft oder selber restauriert? Das ist aber auch Lebensaufgabe gewesen, oder? Ja, hat ein bisschen gedauert. Okay. Muss das rein? Das muss rein. Ich nehme einen. Du nimmst den Großen, ich nehme den Großen, na klar. Du bist ja der Junge, ich bin der Alte. Geht noch. Das ist also das Café Chaos hier. Das berühmte Café Chaos. Wir stellen das jetzt einfach mal hier ab. Wird auf die Theke packen? Ja, die sollen das da wegräumen. Oh, die sollen das mal wegräumen. Ja. Genau. Es gibt was Besonderes hier, habe ich erfahren. Das wäre nicht das Essen. Hier, Automaten sind schon was Spezielles. Automaten. Das heißt, du hast Automaten. Automaten, ja. Okay. Ja. Warum? Na, damals, als die Sache mit dem Euro kam, da war ja ziemlich viel so Kneipensterben angesagt. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas hier ausdenken, was so ein bisschen attraktiv ist. Dann hast du angefangen, Automaten zu sammeln. Die Leute fanden wir so toll. Hast du gesagt, das ist okay, es. Okay, dann kriegen sie mehr. Okay. Jetzt sind es über 50. Hier gab es mal ein schönes Erlebnis vor ein paar Jahren. Da kam eine ältere Dame, also ich bin ja auch schon ganz schön alt, aber die war noch älter als ich. Die kam hier rein, guckt diesen Automat an, kriegt Tränen in die Augen und sagt, so eine hat früher bei uns gegenüber an der Wand gehangen. Da durfte ich mir immer was ziehen. Ah, Kindheitserinnerung, die war total, oder? Die war total weg. Die hat den fast angebetet, ja. Das sind jetzt ganz verschiedene Modelle teilweise, auch aus verschiedenen Zeiträumen. Kaugummiautomaten, Rasierklingenautomaten, Zündhölzer gab es ja früher, konnte man ziehen. Das heißt, egal was man gebraucht hat, man hat einen Automat gefunden. Gefunden, ja. Oder? Ja. Bist du frisch? Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Hier ist ein klarer Hinweis. Bitte erfrischen Sie sich. Kölnisch Wasser. Kölnisch Wasser, da ist auch Kölnisch Wasser drin, da ist natürlich auch restauriert. Man macht es so, man stellt sich davor, also man wirft erstmal hier Geld ein. Jetzt hoffentlich geht der. So, und jetzt drückt man hier runter, da ist eine Pumpe drin. Oh. Hast du es gesehen? Ja. So, und jetzt stinke ich. Oh, ich will auch. Ich will auch. Das will ich auch. Das ist ja Top-Service hier. Jetzt einmal runter. Ja, einmal runterziehen, bisschen näher ran. Und
Feuer. Loslassen. Ja. Hier, da kommt super. Ordentlich was raus. Kommt ordentlich was raus, ja. Jetzt stinkt aber hier. Ja, ja. Jetzt hast du ein Stein im Brett bei den Damen, die etwas älter sind, etwas reifer. Ja, ja, genau. Bei den reifen Damen war ich ein Riesen. Kölnisch Wassergeneration. Fantastisch. Hallo, meine Damen. Gerd, vielen, vielen Dank, bitte, dass wir rein durften. Ja, okay. Ja, das riecht das einfach. Das riecht frisch. Hm? Da merkt man die 70er Jahre. Für uns geht es weiter vor die Tore Darmstadts. Denn hier wird es für echte Entdecker jetzt mal richtig spannend. Wenn man in Darmstadt ist, muss man hier vorbeikommen. Weltnaturerbe Grube Messe. Das ist eine wirkliche Sensation, muss man sagen. Das ist eine Schatzkammer. Hier gab es einen der bedeutendsten Funde der Menschheitsgeschichte. Und wir haben eine Verabredung mit Dr. Marie-Louise Frey. Ach, da ist sie, glaube ich, schon. Hallo. Hallo. Tobi-Kamera. Marie-Louise Frey, freut mich sehr. Ja, mich auch. Dass wir mal in die Schatzkammer gucken dürfen hier. Ja, super. Gehen wir doch mal hin. Ja, aber gerne. Ja, das ist unsere Schatzkammer. So, jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Okay. Das sind Knochen. Ja, man kann aber schon noch erkennen, Tobi, das ist ein Schädel. Ist das das berühmte? Ja, genau. Das ist es. Ja. Das Urpferdchen. Das Urpferdchen. Das ist es. Das Originale. Das ist es, ja. Okay, dann kriege ich jetzt mal ein bisschen Gänsehaut. Das ist wirklich eine Sensation, oder? Als ja, wir das gefunden haben. Das ist eine Sensation, als es gefunden wurde. Es gibt aber sogar noch mehr von der Sorte, und zwar hier. Es ist unfassbar klein für ein Pferd. Oder? Ja, so groß wie ein Schäferhund, immerhin. Wie alt ist das? Das ist 48 Millionen Jahre alt. Das ist alt. Ja, das ist sehr alt. Und das ist eine dieser Vorläuferformen zu den heutigen Pferden. Liebe Kinder, wenn ihr heute Bibi und Tina guckt, ja, Amadeus und Sabrina, auf was heute geritten wird, da kommen sie her. Versteht ihr? Alles, was heute wiehert und schnaubt, sah mal so aus vor langer Zeit. Genau. Und der Kollege, der mit dabei ist bei solchen Grabungen, der Dr. Schaal, der wartet draußen auf uns. Okay, ach, es wird immer noch gegraben auch? Oh ja. Ja, okay. Dann gehen wir mal hin, oder? Es gibt nach wie vor was Interessantes, Spannendes zu finden. Ja, vielleicht finden wir auch noch ein Pferdchen. Ich drück die Däumchen. Glück auf. Guten Tag. Hi. Grüß Tobi dich. Kamera. Stefan Schaal. Freut mich sehr. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Jetzt geht's in die Grube, das richtig? Ist gut so, ja. Jetzt geht's runter, wir fahren runter. Okay. Hm? Ich spring da einfach mit drauf. Jo. Wir fahren runter, das klingt schon mal gut, oder? Ja, wir fahren in den Tagebau ein. Ja. Sozusagen. Okay, das ist aber eine ganz schön große Grube. Das ist ein oder? Großes Loch, ja. 1000 Meter lang, 800 Meter breit ungefähr. Also fast kreisrund, kann man sagen. Ja. Und ist entstanden von 1882, 84 bis 1970 rum. Da wurden hier Ölschiefer abgebaut, weil man Öl gewinnen wollte. Ja. Und bei diesem Abbau des Ölschiefers wurden die ersten Fossilien entdeckt. Das ist eine Grabungsstelle. Hier ist eine Grabungsstelle. Okay. Stopp! Eine Grabungsstelle. Indiana Jones Gefühle. Ja, da gehen wir hier hoch, den kurzen Weg. Also eine Grabungsstelle heißt, hier in dem Bereich sind Sie und Ihr Team irgendwann unterwegs und suchen wieder Urpferdchen und weitere Wunder. Hier wird das Gestein abgebaut. Das machen wir zusammen mit Geologiestudenten. Und wenn wir das jetzt mal hier frei machen an einer Stelle, dann... Ah, da kommen die Platten. Das, ja, genau. Und dieser Ölschiefer, den man hier sieht, der wird dann abgebaut mit Keilen, mit Vorschlaghammern, auch mal gelegentlich mit einer Motorsäge. Und wie oft findet man was? Also eigentlich alle 5 Minuten, weil es sind jede Menge Insekten drin, es sind Pflanzen drin und pro Tag sicherlich ein Fisch. Und diese Stücke, die wir hier finden, die sind so kaum zu erkennen im Gestein, deshalb muss man sie präparieren. Und was man jetzt hier sieht, ist ein Barsch. Das ist ein Barsch. Das ist ein Barsch, ja. Die Ablagerung, die wir hier gerade abbauen, ist ja im Prinzip die Ablagerung, die in einem Süßwassersee entstanden ist. Ja. Also der alte Seeboden, den wir hier sehen, auf dem wir laufen,
Der enthält jetzt die Tiere und Pflanzen, die in den See hineingefallen sind, auf den Bogen gesogen sind und dort zur Ablagerung kamen. Das heißt aber für mein Verständnis nochmal, wenn Sie sagen, man findet quasi pausenlos was, das heißt, das ist eine, das ist wirklich eine Schatzkammer hier, oder? Ist ein Eldorado, ja. Vom Urpferdchen vom bis zum Urpferdchen, Barsch. Was das eigentlich das Bekannteste ist. Aber es gibt auch Fledermäuse, es gibt Krokodile, es gibt 150 Wirbeltierarten, die wir hier entdeckt haben inzwischen. Und hunderte von Insekten und Pflanzenarten. Und jeden Tag eigentlich kommen Sachen dazu. Es ist eine Sensation. Und zu Recht Weltnaturerbe. Vielen Dank, dass wir hier rein durften. Dankeschön. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie mal einen Flughund finden oder Wasservögel, was immer Sie sich wünschen. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Aus der Grube Messe zurück in die Darmstädter Innenstadt. Jetzt kommt ein echter Tipp für alle, die richtig Hunger haben. Also so wie ich eigentlich ständig. Hier muss es sein. Komm. Hallo. Eine Schwingtür. Wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Hallo, Jessian. Du hast dich bekannt vor. Tobi, hi. Doch, das ist herzig. Ja, geil. Hi. Vom Städtetrip, cool. Servus. Servus, Andreas. Hallo, Andreas. Hi. Dein Name war? Jesse. Hallo, Jesse. Jesse James, genau. Darf ich reinkommen? Ja, natürlich, kommst du. Ihr seid mir empfohlen worden. Ja? Ja. Geil. Haben uns Leute geschrieben, wäre ein geiler Laden und der Stil wäre ein bisschen außergewöhnlich. Wie du es an der Kutsche siehst? Ach, das ist eine Kutsche, das ist ja geil. Ist halt ein Saloon. Dann haben wir gedacht, wir können die Kutsche einfach mal in den Saloon bringen, oder? Das ist nicht die dümmste Idee. Okay. Wir sollen einfach gerade Platz nehmen. Ich bring die Karten, gell? Ja, danke. Ich sitze in einer Postkutsche, Ladies and Gentlemen. Sonst, Tobi, alles gut? Alles sehr, sehr gut. Wunderbar. Kärtchen. Vielen Dank. Wir haben einen tollen Städtetrip hinter uns. Klasse. Und jetzt haben wir Hunger. Auf jeden Fall. Saloon, das heißt, ihr seid im Westen zu Hause? Richtig, also real, authentic American Barbecue kriegst du hier von uns. Okay, und was also hast du eine Empfehlung? Was ja, auf jeden Fall. Unsere richtig geilen Loin Ribs. Die sind so butterzart und weich. Also wir kriegen bis nach Aschaffenburg, sogar aus den USA, haben wir gesagt, komm mit einem besten Ribs. Mega. Also nehmen wir einmal Ribs. Auf jeden Fall. Alles klar. Sehr so sieht's aus. Fertig. Ja, sehr gut, danke. Gerne. Die besten Raps der Welt. Ich bin gespannt. So, Tobi, du hast bestimmt einen anstrengenden Tag gehabt. Dann kriegst du jetzt erstmal eine richtig leckere, große Sperry-Portion. Ist das eine Portion? Das ist unsere große Portion, richtig. Für wie viele Menschen ist sie konzipiert? Für einen sehr hungrigen. Was ist hier in einem American Saloon? Also sind auch so Portionen alles auch ein bisschen größer und dazu das leckere Ankerbier. Habt ihr einen Moment Zeit? Gerne. Ja, dann setze ich noch. Logisch. Wenn ich mal fragen darf, was kostet diese Platte? 16,99 kostet die. 16,99 und dann wird aber das Team, glaube ich, komplett satt. Hier, ja, so, ja. Hier, lecker. Das ist geil. Ach, ganz, ganz zart. Wie machst du die? Außer ich sag mal, durch Slow-Cooking-Verfahren. Smoker spielt natürlich da auch eine Rolle. Wow, und Mapping und der Rub. Mm. Das ist alles ganz wichtig. Gerade wie. Aber alles verraten wir auch. Nein. Bitte nicht. Die zergehen auf der Zunge. Ey, sehr super. Gut. Ich glaube, ich schaff's sogar fast alleine. Wenn's gut schmeckt. Glaub mir, Tobi, wenn's gut schmeckt, dann kriegt man. Also. Wie seid denn ihr in diesen Salon gekommen? Oder der Salon zu euch? Oder ihr zueinander? Ja, das ist, sag ich mal, ein bisschen auch eine bewegtere Geschichte. Der vorige Besitzer, der war auch ein langjähriger Freund von mir, ist leider schwer erkrankt. Mhm. Und dann hat er auch immer gesucht, wer das von seinem Spirit weiterführt. Und dann hat der Vorbesitzer gemeint, ey Jungs, ihn vertrauter ohne Ende, Freundschaft. Und ihr dann auch. Und bei mir, genau. Ich hatte quasi so das Prädikat mitbekommen, aber auch ganz klar, ey, Gastro-Erfahrung ist da, das kann nur was werden. Leute, ich sage euch mal eins, wenn ihr nach Darmstadt kommt, ihr werdet fantastische Architektur entdecken, richtige geheime Ecken, ihr werdet Wunder unterhalb von Darmstadt sehen, ihr werdet die Zukunft erleben und ihr kriegt die besten Ribs zwischen dem großen Bug und Missouri. Versprochen, Darmstadt ist ein Städtetrip wert. Ja, saugut, Jungs. Wirklich lecker.
schmeckt, sind wir heavy. Das ist großartig. Guck mal, die fallen ja wirklich vom Knochen, gell?